Lippenkronen und Implantatkronen, die passen hervorragend. Ich bin da richtig glücklich. Deswegen traue ich mich heute was Neues. Dr. Dassler's Diary. Me and my Corrigan. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Dassler's Diary. Ich freue mich heute was Neues auszuprobieren. Und zwar werde ich ein Inlay anfertigen aus Silizium-Disilikat, also ein Glaskeramik-Inlay, und freue mich sehr, euch den Workflow zu zeigen. Nachdem unsere ganzen anderen Restaurationen wie Kronen, Brücken, Implantatkronen super funktionieren, bin ich sehr gespannt, wie das heute so laufen wird. Und ich werde als erstes jetzt die Präparation und den Scan machen. Hier habe ich nun den Scan angefertigt. Das ist der Unterkiefer mit der Präparation. Das ist hier nochmal ganz genau zu sehen. Anschließend wird das Inlay mit Hilfe von ExoCut designt. Besonders hilfreich dabei ist die Funktion Zahnspiegeln, sodass die ursprüngliche individuelle Form des Zahnes perfekt nachgeahmt wird. Dann nur noch vorsichtig die Lisi-Disc einspannen und schon kann der Fräsvorgang gestartet werden. Ich bin gespannt, welches Ergebnis uns erwartet. Und hier haben wir auch schon unser Lisi-Inlay. Scheint echt gelungen zu sein. Neueste Erkenntnis, unbedingt das richtige Programm beim Kristallisieren und beim Brennen auswählen. Da darf die Endtemperatur nicht zu hoch sein, also beziehungsweise die ganz genaue Endtemperatur wählen, sonst kann sowas passieren. Das ist kein Inlay mehr, das ist ein Klumpen geworden. Der Schreck war sehr groß, aber in weiser Voraussicht, dass vielleicht ab und zu mal was schief gehen kann, habe ich das Inlay gleich dreimal gefräst und ich probiere es einfach mit dem nächsten und passe ein bisschen besser auf. Mal schauen, was das wird. Noch ein kleiner Tipp von mir, und zwar bitte beim Einspannen der Lithium-Disilikat-Ronde ganz vorsichtig sein, denn sie ist relativ fragil und übt man zu viel Druck aus, kann sie nämlich Risse bekommen oder eben brechen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es sogar einen Drehmomentschraubenzieher gibt, mit dem kann man das ganz perfekt einspannen, ohne dass wir irgendwas kaputt machen. Alle guten Dinge sind in diesem Fall zwei, denn mein zweites Inlay hat tada sehr gut geklappt. Jetzt schauen wir uns das mal an, ob das am Patienten auch so gut passt, wie ich es mir erhoffe. Bis gleich. So, ich bin jetzt fertig. Das Inlay hat hervorragend gepasst und ich konnte das sofort am Patienten einsetzen. Abschließend kann ich sagen, dass ich total glücklich darüber bin, dass wir mit Hilfe der Corritech OnePlus Maschine und des digitalen Workflows Top-Restaurationen innerhalb kürzester Zeit herstellen können und den Patienten das anbieten können. Ja, ich sage nur, digital phänomenal.